Die Ortsmitte von Martino ist ein Schrein ausgezeichneter Schönheiten, die sich in einer einzigartigen Landschaft befinden. Der Horizont mischt sich mit dem alten Kalk der Siedlungen. Lichter und Farben fallen ab und landen auf pittoresken und verschlungenen Gassen, die von der typischen Reinheit apulischer Steine bezeichnet werden. Wenn man entlang die Gässchen von Martino spaziert, findet man die typischen salentinischen Gebäude, unter denen bewundert man bemerkbare Beispiele von den sogenannten Case a Corte, typische Siedlungen des Orts, und von den charakteristischen Mignani, die einst genutzt wurden, um die städtischen Gebäude zu verzieren. Die älteste Seite der Ortsmitte befindet sich auf Heiligen Georgplatz, wo die charakteristischen Symbole des religiösen Lebens des Orts und des alten feudalen Erben entstehen, die von den Marchesen del Tufo dargestellt sind. Die Hauptfassade des Palazzos der Marchesen beherrscht die Architektur der gesamten Umgebung. Die vielen Veränderungen und Renovierungen des Gebäudes sind sichtbar. Die Stile des 16. und 17. Jahrhunderts der alten Skulpturen der Loggia verbinden sich mit feiner Schlichtheit mit dem großen Eingangsportal, das aus den ersten Jahren des 18. Jahrhunderts stammt. Die inneren breiten Räume erinnern das Reichtum der Adelsfamilie del Tufo, die hier in Martino lange Zeit gediehen hat. Die Fresken sind auch in dem Pferdestall des Palazzo. Auf den Seiten des Raums findet man Futtertröge für die Pferden. Hier sind antiken Kartusche und Ornamente. Das Gebäude stellt heute eine Schatzruhe der Kultur der Gemeinde von Martino dar, die die Kunst schätzt. Der Gemeinde gehört nämlich das MACMA, das heißt das Museum für zeitgenössische Kunst von Martino, das in den Räumen des Palazzos der Marchesen ausgerüstet wurde. Das Museum stellt eine der Hauptsammlungen der mündlichen Poesie und der Bildgedichte dar. In einem alten Saal kann man darüber hinaus den Zauber der Mikroschrift entdecken. Wichtig ist die Seite des Museums dem talentierten Künstler aus Martino, Luigi Gabriele, gewidmet, der jahrelang Schulleiter der Kunsthochschule von Parabita und Erneuerer der Bildungssysteme im Bereich der bildenden Kunst war.